Salambhanavasana ist das gestützte Boot. Mit Händen unterstütztes Boot gibt es auf drei verschiedene Weisen. Ausgangsposition ist der Langsitz und als erstes kannst du die Hände hinter dir auf den Boden geben, Fingerspitzen Richtung Gesäß und dann die Beine heben, so weit wie du kannst. Dabei tief atmen und sanft lächeln. Dabei stärkst du die Bauchmuskeln wie auch die tiefen Bauchmuskeln, eben die Psoasmuskeln. Zweite Möglichkeit ist, du gibst die Arme nach hinten. Wenn du flexibel bist, ist es vielleicht auch manchmal eine Hilfe, die Beine nicht ganz so weit hochzugeben, dann wird es anstrengender. Du kannst aber auch sagen, du hebst die Beine höher, wenn du weniger flexibel bist, dann ist das anstrengender. Und dann gibt es noch eine gleichgewichtige Salambhanavasana-Übung. Du hebst die Beine so hoch, wie du kannst und verschränkst dann die Arme um die Beine herum. So sind die Beine gestützt, aber du sitzt bist nur auf dem Gesäß und deshalb ist das eine Übung, die für das Gleichgewicht eine besondere Herausforderung ist. Wenn es dir gefällt, klick schnell noch auf Daumen hoch, gefällt mir oder teile die Sendung mit anderen.